Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir feiern Gottesdienst am Sonntag Kantate. Die Sonntage der Osterzeit haben sprechende Namen. Jubilate, Kantate, Rogate. Jubelt, singt und betet. Dieses Singen, es ist etwas mit dem ganzen Leib, mit der ganzen Seele. Wir lassen unsere Stimme erklingen, aber wenn wir singen, ist unser Atem, unser Herzschlag, unsere Gedanken, unsere Gefühle, alles ganz mit dabei. Wir beten mit Worten nach Psalm 98, der diesem Sonntag den Namen gab. Singen will ich dem Herrn ein neues Lied. Staunend sehe ich und schaue seine Wunder, den Himmel, seiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die er bereitet hat, den Menschen gekrönt mit Herrlichkeit. Singen will ich dem Herrn ein neues Lied. Staunend stehe ich und höre, das Meer brausen und die Ströme frohlocken. Staunend stehe ich und höre den lieblichen Klang der Vögel. Singen will ich dem Herrn ein neues Lied. Staunend stehe ich und rieche den erwachenden Frühling, den sanften Duft der Blüten, den kräftigen Geruch der Erde. Singen will ich dem Herrn ein neues Lied. Noch immer vertrauend auf seine Gerechtigkeit, täglich lebend von seiner Güte und Treue, geborgen in seinem heilbringenden Segen. Singen will ich dem Herrn ein neues Lied. Amen. Die Apostelgeschichte 16. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und das hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus rief aber laut: Tu dir das nicht an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd an Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herr Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Stirn. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und breitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein, denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut es mit mir meint, ist doch nichts als lauter Lieben, das ein treues Herz. Über sein
hat auch hin und wieder mich des Höchsten anbelehrt. Also sobald im Mutterleibe, da er mir mein Wesen gab und das Leben, das ich hab, und noch diese Stunde treibe, alles Ding wird seine Zeit. Gottes Lieb in Ewigkeit. Sein Sohn ist ihm nicht zu teuer, nein, er gibt ihn für mich hin, dass er mich vom ewigen Feuer durch sein teures Blut gewinn. O du unergründ'ger Brunnen, wie will doch mein schwacher Geist, ob er sich gleich noch befleißt, deine Tiefe gründen können. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst macht stille. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen und ermuntert mein Gemüt, dass ich alle liebe Morgen schaue neue Lieb und Güt. Wäre mein Gott nicht gewesen, hätte mich sein Angesicht nicht geleitet, wär ich nicht aus so mancher Angst geniesen. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe find, also heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht zu umfangen Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit. Das Evangelium steht bei Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an,
mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werde ich Steine schreien. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Mir klingen die letzten Worte des Evangeliums im Ohr. Jesus sagt: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. So wie er es sagt, klingt es erst einmal wie eine Drohung. Ich aber empfinde diesen Satz als ausgesprochen tröstlich. Dort, wo Menschen nicht mehr singen, nicht mehr beten können, dort werden die Steine schreien. Dort, wo Menschen vor Angst nicht mehr reden können, dort, wo die Befürchtungen den Atem nehmen, dort, wo Trauer den Mund verschließt, dort hört das Singen für Gottes Ehre, das Loben, das Beten nicht auf. Dort, wo wir Menschen nicht mehr singen können, dort wird es die Schöpfung für uns tun. Die Steine, die uns daran erinnern, wie groß und kräftig Gott ist. Steine, die uns Halt geben, die Wind und Wetter trotzen können. Da singen die Vögel, da singt das Meer, der Regen, der Wind. Dort, wo wir Menschen schweigen, dort ertönt die Stimme trotzdem. Und dort, wo einer nicht mehr reden, nicht mehr beten kann, da finden wir anderen vielleicht die passenden Worte. Ich bete für dich. Ich schließe dich in meine Fürbitte mit ein. Ich singe für dich, damit du es hörst. Ich singe für dich, damit dein Lob, dein Schöpferlob in der Welt klingt, auch dort, wo du es nicht kannst. In der Epistellesung haben wir gehört von Paulus und Silas im Gefängnis. Mitten im tiefsten Dunkel haben sie Gott gelobt. In einer Situation, in der wohl die meisten von uns verstummen würden. Sie haben Gott gelobt. Das Singen, das dort beschrieben ist, das sind nicht die großen Chöre, die großen Orchester, die gut gefüllten Konzertsäle. Das Singen dort im Gefängnis fühlt sich so ähnlich an, wie es im Moment in der leeren Kirche war und vielleicht ist. Das Singen zu Gottes Ehre. Die beiden hören nicht auf, Gott zu loben. Sie nehmen aus seiner Hand, was ihnen widerfährt. Und sie vertrauen darauf, dass Gott auch im dunklen Kerker bei ihnen ist. So wie wir darauf vertrauen, dass Gott auch durch die dunklen Täler mit uns geht. So wie wir darauf vertrauen, dass er in Jesus Christus sogar mit uns durch das Grab, durch den Tod hindurchgeht. Gott ist da und darum ist es gut, ihn zu loben, weil es unserem Herzen, unserer Seele gut tut. Für mich ist es das größte Wunder dieser Geschichte, die in der Apostelgeschichte überliefert ist, dass Paulus und Silas im Dunkel, im Gefängnis, mit Schmerzen, dass sie trotzdem Gott loben können. Und dieses Lob verändert alles. Dieses Lob befreit alle aus den Gefängnissen, die Gefangenen und auch den Gefängniswärter. Dieses Lob öffnet Türen und Mauern, die wir zwischen uns Menschen bauen. Es bringt Menschen zusammen, die freiwillig nie etwas miteinander zu tun gehabt hätten. Dieses Lob Gottes, es verändert uns. Wenn wir singen, für uns alleine, in der Familie oder in der Gemeinde, dann atmen wir tief. Dieses Singen, dieser Ton durchdringt uns durch und durch.
Er macht uns aus Einzelnen zu einer Gemeinschaft. Es kommt nicht darauf an, perfekt zu singen, sondern mit dem Herzen dabei zu sein. So lasst uns einstimmen in das Lob Gottes, in das Schöpferlob, das Gott ehrt und uns Menschen verändert. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. So meine Seele singe, wohlauf und singe schön, dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben hier preisen auf der Erd. Ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil. Dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil. Das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt. Sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt. Sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht. Das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht. Der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer. Der Fisch und zähle Erde im großen wilden Meer. Hier sind die treuen Sinnen, die niemand Unrecht tun. All denen Gutes gönnen, die in der Träume ruhen. Gott hält sein Wort mit Freuden, und was er spricht, geschieht. Und wer Gewalt muss leiden, den schützt er im Gericht. Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Er nährt und gibet Speisen zur Zeit der Hungersnot. Macht schöne rote Wangen oft bei geringem Mahl. Und die da sind gefangen, die reißt er aus der Qual. Er ist das Licht der Blinden, er leuchtet ihr Gesicht. Und die sich schwach befinden, die stellt er auf Gericht. Er liebet alle Frommen und die ihm günstig sind. Die finden, wenn sie kommen, an ihm den besten Freund. Er ist der fremden Hütte, die Weisen nimmt er an. Erfüllt der Witwen mit
wird selbst ihr Trost und Mann. Die aber ihn hassen, bezahlet ihr mit Grimm. Ihr Haus und wo sie saßen, das wirft er um und um. Ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. Jedoch, weil ich gehöre, gen Zion in sein Zelt, ist's billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. Wir halten miteinander Fürbitte. Gott, wir bitten dich für alle, denen das Singen vergangen ist. Wir bitten dich für unsere Kranken, dass sie Mut schöpfen. Wir bitten dich für alle, die ängstlich sind, dass sie wieder frei atmen können. Wir bitten dich für alle, die sich Sorgen um die Zukunft machen, dass sie behütet ihren Lebensweg gehen. Wir bitten dich für alle Opfer von Krieg und Gewalt. Wir bitten dich, dass du uns Menschen lehrst, in Frieden miteinander zu leben. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in Versöhnung miteinander zu leben. Wir bitten dich für uns, deine Gemeinde. Wir bitten dich für die Trauernden. Wir bitten dich für die Fröhlichen. Wir bitten dich für die Kinder und für die Alten. Hilf du uns, dass wir zusammengehören. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht. Geht singend, geht fröhlich, geht getröstet, geht als Gesegnete Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden.